Also Mirage fragt, lieber Edgar, wie kann ich lernen, von da, wo ich mir ganz nahe bin, von da aus mit der Welt zu kommunizieren? Wie kann ich lernen, von da, wo ich mir ganz nahe, von da aus mit der Welt zu kommunizieren? Ist interessant, weil ich eigentlich genau darüber gerade gesprochen habe. Da müssen tut man gar nichts, aber müssen tust du ja auch nichts lernen müssen, ja? Aber wollen. Und wenn du was lernen, dann gibt es halt Übungen und Trainingsmethoden. Und eine ist eben das, was ich gerade gesagt habe, dass man vielleicht den zweiten mitnimmt, der eingeweiht ist und einen unterstützt. Ihm bei sich bleiben und man geht dann durch die Welt und kommuniziert aus dem heraus. Und wenn man vorher zum Beispiel einfach einmal lernt zu kommunizieren, auch mehr wieder mit der Körpersprache, dazu ist es wirklich gut, auch mit der Stille in die Welt zu gehen, zu beschließen, an diesem Tag oder für die nächsten paar Stunden nicht zu sprechen, ja. Entweder wen dabei haben oder eine Tafel dabei haben, ich bin gerade stumm oder sowas, ja. Und nicht zu reagieren, damit bleibst du bei dir. Ja, man muss zuerst ein bisschen in dieser Stille verschmelzen, mit der Stille verschmelzen und die Stille üben, ja, und auch Körpersprache und andere Möglichkeiten üben zu kommunizieren, weil die sind ursprüngliche. Ja, da haben wir 500 Millionen Jahre Tiergene in uns, ja, wo wir schon kommunizieren konnten. Ja. Und das lernen und dann bist du bei dir und von diesem und dann bei dir bleiben und nicht gleich antworten. Ja, in der Stille bleiben, bei dir bleiben. Und wenn du das dann übst und es fragt dich jemand was, nicht sofort antworten, sondern vielleicht 2, 3 Sekunden warten, schauen, den anderen anschauen, in die Augen schauen, eventuell das Gesprochene wahrnehmen und gar nicht drauf eingehen. Ja, kann für den anderen unangenehm sein, ist schon klar. Aber man kann ja auch antworten, langsamer sprechen, die Sprechgeschwindigkeit ändern. Ja, also bewusster mit dem Ganzen umgehen und spielen, damit du nicht in das Spiel reinkippst. Letztlich ist es dein Spiel, weil du alles bist. Du bist die ganze Welt. Da ist nichts zu verurteilen da draußen. Aber um bei sich wirklich total anzukommen und durch dieses Tor zu gehen, wo man auch die Erfahrung macht, dass man alles ist, kann es günstig sein, ganz, ganz bei sich zu bleiben und aus diesem Space heraus zu sprechen. Und einfach langsamer zu sprechen, bewusster, mit Pausen. Ja. Das ist ein Gedanke, den man lernt. Das ist Konditionierung, als müssten wir gleich antworten. Als müssten wir überhaupt antworten. Ja. Kann ich mich erinnern, da bin ich mit meinem ersten, derjenige, der mich auf der anderen Seite begrüßt hat, den du ja auch kennst, Mirage, also der Sato Babasamchi. Mit dem bin ich gesessen in Pune, auch ganz am Anfang. Damals habe ich noch geraucht. Gut, ich habe bis letztes Jahr geraucht. Und da ist dann jemand zu mir gekommen und wollte eine Zigarette schnorren. Also eine junge Frau ist gekommen und hat mich gefragt, ob sie darf. Ich habe sie angeschaut und ich habe mich nicht angesprochen gefühlt. Durch diese Deidentifikation passiert auch oft, dass viele Formeln, die die Menschen sprechen, ja, was so automatisch runtergesagt wird, roboterhaft, dass man merkt, die sagt das jetzt automatisch, die meint das nicht so, die meint nicht mich. Das ist einfach nur ein automatisches Spiel, was da abgespult wird, wie ein Tonband. Und dann sitzt du da und schaust und willst antworten und weißt nicht einmal was, weil nicht einmal die Frage hast persönlich nehmen können. Ja, ich weiß ja nicht, wenn du willst, nimm eine oder nicht, oder pff, ist ja nicht einmal mein Bäckchen, ist ja alles Gott, ne? Und man kann mit vielen Fragen nichts mehr anfangen. Und da hat mir auch geholfen, dass der Sato gesagt hat, you don't have to answer. Ja? Und das ist etwas, was man im Kopf hat, nicht? Man müsste antworten. Nö, man muss nicht antworten. Wozu? Und da ist es dann auch wichtig, eventuell eben Körpersprache besser zu beherrschen, um sich auszuklinken. Und da kann man dann auch mit der Welt kommunizieren. Weil du musst nur das kommunizieren, was für dich wichtig ist. Was für dich wichtig ist, das wird auch automatisch gehen. Ja? Was nicht für dich wichtig ist, musst du nicht. Und das zu entlernen. Das ist nicht ein Lernen von etwas, sondern es geht ums Entlernen. Du musst nichts Neues lernen, du musst nur diese alten Verhaltensweisen in dir beobachten, die Automatismen, die da ablaufen und damit bewusst brechen.
Ja, durchschneiden. Also für alle anderen, man muss eh gar nichts. Aber wenn jemand wirklich dorthin will, und bei ihr ist es so, dass ich weiß, dass sie ganz, ganz große Sehnsucht hat, nach allem, was ist, obwohl schon da ist, alles, was ist, jo, gibt es Wege und Techniken und Möglichkeiten. Jo. Ein Schild umhängen, schreibt der Manfred. Ich bin ein bisschen Gaga. Das ist auch gut. Man darf sich in dieser ganzen Situation um die anderen nicht so kümmern. Man muss sich um sich selbst kümmern. Weil du bist ja eh alle anderen. Es gibt ja niemanden, vor dem man sich da schämen müsste oder so. Und in dem Fall, beim spirituellen Weg muss man, das klingt, ist halt so, aber da muss man auch einmal ein bisschen egoistisch werden.